das ist jeweils im Einzelfall zu prüfen. Aber Sie kennen ja auch die Regel, welche Repräsentanten Deutschlands haben beizutreten, dass beide Länder beitreten. Wir haben die Berichte über die Situation und den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Alexei Nawalny mit sehr großer Besorgnis zur Kenntnis genommen und fordern, dass diese unmenschliche Behandlung, die er offenbar in der Haft erfährt, aufgehoben wird, dass er Zugang bekommt zu medizinischer zu Ärzten und natürlich, dass er überhaupt aus der Haft freigelassen wird. Dass die Außenministerin in Peking einen strategischen Dialog führen wird. Gleichzeitig haben wir zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Straße von Taiwan. Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China. Und wir haben den Eindruck, dass Maßnahmen wie militärische Drohgebärden diesem Ziel entgegenstehen und das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße vielmehr erhöhen. Ministerin hatte sich ja mit verschiedenen anderen, mit Ressortkollegen auch. Vielleicht nochmal zur Klarstellung sowohl an den Jung als auch an Steiner. Wir rufen daher alle Partnerinnen und Partner in der Region auf und bemühen uns auch mit unseren internationalen Partnern darum, zu einer Deeskalation in der Straße von Taiwan beizutragen, auf allen möglichen Ebenen, in unterschiedlichsten Gesprächen. Und wir nutzen dafür alle Kommunikationskanäle, die zur Verfügung stehen. Wir wären aus einem nicht-EU-ansässigen Land. Herr Jung, ich habe deutlich gemacht, es gibt unterschiedliche Gründe, an der Schwelle völkerrechtlicher Anerkennung, gute und enge Beziehungen zu teilen.